Duster. Augen. Ein Junge. Hallo. Okay, liebe Zuschauer, willkommen bei. Oh, guck mal hier. Cool. Willkommen bei Limbus. Limbo. Im Deutschen würde es eigentlich theoretisch Limbus heißen. Limbo kommt nicht vom Tanz, also der macht jetzt nicht irgendwie Limbo oder sowas, sondern eher von Limbus, der Vorhölle. So sieht es auch theoretisch hier aus. Wir spielen halt diesen kleinen Jungen, der kann hüpfen und laufen. Und das sehen wir jetzt gleich. Moment. Ziehen und durchschieben. Ja, ich habe es mir jetzt bei Steam gekauft. Das gibt's halt bei Steam für 10 Euro. Und sieht ziemlich creepy aus. Ui, jupp. Ich habe schon die Demo so ein bisschen angezockt, also weiß ich schon, was hier passiert. Und gut, nicht alles, aber im größten Teil halt. Und boah, ich finde das immer so, das sieht so richtig gruselig aus. Nur diesen Schatten sieht man halt. Wir haben keine Story, wir haben nichts. Wir sind einfach jetzt irgendwie in dieser Welt und müssen uns halt zurechtfinden. Alles ist creepy, alles ist düster und oh, wir haben Achievement freigeschaltet. Falsche Richtung. Habe ich gemerkt. Das Boot können wir natürlich auch ziehen. Das brauchen wir auch. Hüpf. Gehen wir hier hoch, weil ich wollte das jetzt eigentlich unbedingt zocken, deshalb habe ich mir gedacht, komm, nimm's was auf, fertig. Sonst ist es nämlich so vorgezockt und ich wollte es eigentlich wirklich blind machen, das heißt, dass ich nichts weiß. Ist ja schon wichtig, dass man halt sowas spielt. Das ist halt eher so ein Puzzle-Game. Und da, dass man das alles wenn man schon, das weiß ja langweilig. Aber das weiß ich hier, das zeige ich euch jetzt mal. Und. Autsch. Ja, wir haben Checkpoints. Das ist auch ziemlich gut gesetzt. Also die Checkpoints sind richtig gut gesetzt. Nicht wirklich so frustrierend wie bei anderen Games, wo man dann wirklich 10 Jahre lang latschen muss, bis man wieder beim Checkpoint ist. Ja, ich gucke dich an, Aquaria. Hey, ihr wisst, was ich meine. Wir haben auch keinen Sound hier groß und das ist ja ekelhaft. Man hört ab und zu mal so ein paar Vögelgezwitscher, das war's ja schon, und sonst. Ja. Ganz selten mal Mu Musik, aber wirklich ganz selten. Der kann es übrigens auch zermatschen, und das wollen wir natürlich nicht, also passen wir auf. Wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie zu verteidigen oder so. Wir haben kein Schild, wir haben kein Schwert, wir haben nichts. Wir können einfach nur, ja, hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Und das war's auch schon. Wenn wir ins Wasser reingehen, das ist zu tief, dann ertrinken wir. Merkwürdigerweise können Videocharaktere sehr selten schwimmen. Ja, und jetzt meine ich dich genau, GTA, die Alt-GTAs. Ah, Baumklettern, das habe ich früher auch mal gern gemacht. Upsala. Bis ich mal zum Ast zum Bersten gebracht habe, das war auch ziemlich lustig. Genau so wie jetzt. Klatsch. Ich will da hoch.
knapp. Wenn wir von zu hoch fallen, dann sterben wir natürlich auch. Sehr logisch. Und wie wir alle wissen, sterben ist doof. Schöne Höhe. Und hüpf drüben. Mann, ich habe heute keine Stimme. Nicht mal so ein bisschen. Jetzt kommt die Stelle, wo ich persönlich... Also... Ihr wisst, ich mag keine Anglerfische, wenn ihr mein Aquariumteil gesehen habt. Wenn ihr ein Aquariumteil überhaupt gesehen habt. Wenn nicht, dann... Ja, aber ich mag auch andere Viecher noch nicht. Spinnen. Fallen kennen wir noch, ne? Pass auf, was wir mit dieser Spinne machen. Und ich finde, das sollte man mit allen Spinnen machen. Ich hasse die Viecher. Widerlich, 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 widerlich. Krieg ich jetzt schon Angst, ey. Wobei es auch ziemlich gruselig ist, diese Augen sehen. In der Dunkelheit. Und hier ist die Stelle, wo die Demo aufhörte. Spinne. Das ist ja gruselig. Das ist ja ekelhaft, ekelhaft. Und jetzt? Spinnweben. Aber bisher, also ich finde es schon richtig creepy, richtig schön. Ab hier weiß ich jetzt gar nichts mehr. Nix. Null. Und da bin ich tot. Das konnte ich nie wissen. Oh. Müssen wir gucken, wie wir darüber kommen. Aber irgendwie muss ich darüber jumpen wahrscheinlich. Ich spiele es übrigens mit dem Gamepad. Man kann es auch mit der Tastatur spielen. Aber wenn ich schon die Option habe... Und warum gebe ich gerade so einen Frame down? Und jetzt geht's wieder. Also ganz ehrlich, wenn ich schon die Option habe, dann mache ich lieber Gamepad als Tastatur. Weil ich eben nichts Maus benutzt oder so. Also ich kann alles mit dem Menü steuern. Platsch. Und schon wieder tot. Aber die Checkpoints, wie man sieht, hier sind sehr fair gesetzt. Also ich finde sie richtig fair gesetzt. Also ich persönlich kenne viel schlimmere Games. Ups. Upsch. Hüpsala. Oh. Wir können es ja nicht festhalten. Schade. Ich glaube, das wird schon wieder richtig schön. Ich kann so einen Kill-Counter einführen. Death-Counter einführen. Je nachdem, wie oft ich gestorben bin. Obwohl. I don't think so, Tim. Warum kriege ich eine Frame down? Eigentlich, das Game müsste theoretisch perfekt funktionieren.
Ach, liegt am Aufnahmen, ja. Oh. Oh. Das konnte ich nie wissen. Aber ist schon geil gemacht, also richtig toll. Jetzt müssen wir hier rüber. Komm rüber. Eine Spinne. Schon wieder. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Lauf. Roll. Roll, 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 roll. Schnell, schnell, schnell. Weg, 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 weg. Schnell, 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 schnell. Oh, wir sind raus. Oh, Gott sei Dank. Komm, steh auf. Du hast da was im Haar. Coole Frisur jetzt übrigens. Und was ist das? Ein Mensch? Oh. Oh. Ist doch nicht schön. Oh. Wow. Asche. Das ist richtig düster, das Game. Also richtig hardcore düster. Aber solche Spiele spiele ich gern auch mal. Solange es nicht Dead Space düster ist, ist alles in Ordnung. Ja, und solange keine Spinnen mehr kommen, ist auch alles in Ordnung. Ihr wisst jetzt, wie ich die 4 mag. Nicht. Oder tot am besten. Ups, tot. Wir sind auch tot. Was stimmt, man hier abkratzt, ey. Hammer. Gut geschafft. Puh. Gerade mal so. What the fuck? What the fuck? Wie geil. Ja, vor allem müsst ihr bedenken, ich spiele das jetzt gerade, es ist gerade dunkel hier, ne? Es ist dunkel. Es ist Nacht. Und sowas kommt richtig passend. Schon richtig creepy, also richtig creepy. Wie triggern wir das jetzt, ohne dass wir gleich sterben? Ja, so. Oh. Matsch. Hüpf, hüpf. Ah, so. War auch nicht allzu schwer. Machbar. Hüpf, 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 hüpf. Nicht du schon wieder. Oh. Ach, das ist gar nicht Spinny, das ist einfach nur Arme. Ach, so ganz kein. Was macht der denn da? Was ist das für ein Arsch? Wow, Donkey Kong. Oh, da brennt alles. Nicht schön. Was sind das für Arschlöcher, ey? Hallo? Schmeißen solche Dinger nach mir. Hallo, geht's noch? Ganz ehrlich. Wollen wir mal checken. Oh, ein Galgen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Guck mal, was da oben drauf liegt. Eine Falle.
Klatsch. Genau sowas habe ich mir gedacht. Und 9 Spikes rein. Ach, wunderschön. Hab da Trigger. Der triggert sogar 2. Oh. Hart, ey. Hart, hart, hammerhart. Eine richtig böse Falle. Da muss man, glaube ich, ein bisschen besser ausweichen. Schaffen wir schon. Ja, so. Frage ist nur, wie komme ich jetzt... Ah, guck mal hier, ein Seil. Hüpf. Und die Drecksäcke ziehen das Seil ein. Leck mich doch, komm. Pff. Nicht schon wieder Spinny. Dann gehe ich lieber so sterben. Ja, super. Ich hasse Spinnen. Ich hasse, hasse, hasse Spinnen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich da weiterkommen soll. Ouch. Sehr böse. Wirklich sehr böse. Ach, guck mal, man kann das bewegen. Das ist gut. Und jetzt lauf, lauf, lauf. Keine Spinne, keine Spinne. Nicht gut. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Bleib drauf stehen, Spinne. Ah, oh, Gott sei Dank. Hilfe, Hilfe, Spinne. Komm rüber. Ja, super. Oh, weg ist sie. Das hat sie verdient. Das hat sie echt verdient. Blödes Drecksvieh, ey. Ach, gut, dass das Ding nicht runterrutscht, ey. Hätte ja noch passieren können. Aber ich stelle mir die Vorhölle ein bisschen anders vor. Einfach so. Nix. Einfach gar nix. Ui. Oh, 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 oh. Nein, nicht noch eine Spinne. Ich gehe freiwillig sterben. Ne, ich gucke erstmal, was man da machen muss. Na, hast du nur noch ein Bein, ne? Was willst du machen? Haha. Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Muss ich die jetzt schieben? Ach nein. Wie niedlich. Ikitty Kit. Das ist jetzt richtig widerlich. Richtig widerlich. Ugh. Ugh. Der packt die auch noch an, ey. Und tot bist du für immer. So. Geht doch. Aber richtig widerlich. Ugh. Da oben. Ein Junge?
Entschuldigung, Stimme. Ein bisschen Öle. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Das kann ich mir denken. Ob ich da jetzt hochkomme? Sieht nicht ganz so aus. Ah, komm doch hoch. Hüpf, hüpf. Der springt übrigens sehr komisch. What the heck? Schnell darüber. Auf Leuten draufspringen. Also das ist richtig creepy. Und das ist, glaube ich, nicht gesund. Konnte ich mir denken. Was muss ich da machen? Sorry, Kollege, aber ich brauche dich mal eben. Ist das hier Maden oder was? Igitt. Da liegt sogar einer im Hintergrund mit einer Made auf dem Kopf oder sowas. Und einer hatte bestimmt auch gerade eine Made auf dem Kopf gehabt. Ich habe ich schon mal in irgendeinem Gameplay gesehen. Oh. Ja, die habe ich schon mal in Gameplay gesehen. Da gibt's einen Trick bei. Ist nicht schwer. Wenn wir hier auf diese anderen drauf treten, dann kommen diese Dinger runter. Wenn wir auf das mittlere Teil drauf treten, dann kommt das runter. Wir haben jetzt drei Kerlis, die uns folgen. Komm, und tot. Verdammte Axt. Vor allem, was sind das für Menschen? Die einfach hier mit Blasrohr rumlaufen. Blasrohr, lustig. Ich weiß. Ich glaube, da möchte ich nicht durch. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Verstehe. Ich hoffe, ihr auch. Guck mal, was passiert. Okay, da passt mal nicht zwischen. Nee.
was mit dem Wagen machen muss. Für was muss der ja wohl gut sein. Aber der geht nur bis hierhin. Also ich muss zugeben, das ist ein bisschen komplizierter jetzt. Tja. Ja, was müssen wir dann wohl machen? Ich weiß es noch nicht. Autsch. Ich verstehe. Verstanden. Es ist nicht so schwer. Erstmal müssen wir hier hochklettern. Da müssen wir ganz schnell runter. Ach, verdammt! Aber ihr habt es gesehen, glaube ich, würde ich mal sagen. Also, nicht schwer. Alles ziemlich logisch. Wow, da war gerade ein Hänger. Geschafft. Schönes Rätsel. Auch nicht gerade wirklich einfach, um ehrlich zu sein. Muss man mal hinterkommen. Und... Hallo, hallo, zurück. Also, wenn ihr es nicht gespielt habt, dann wüsstet ihr nicht, wie es sich gerade anfühlt. Er läuft von allein. Ich habe gerade das Gamepad nicht berührt. Also, das ist auch mal eine geile Methode. Spiel zu spielen. Nein, nein, nein. Andere Richtung. Andere Richtung. Hallo. Hallo. Kompliziert. Ich glaube, das Ding hat Angst vor... Wie heißt... Ah, ich habe eine Idee. Nein, andere Richtung. Hallo. Genau, brav. Das Ding hat, glaube ich, Angst vor Licht. Ah, verdammt. Axt! Müssen wir nochmal reinrennen. Das muss irgendwie machbar sein. Also ich möchte nicht gerne Made in meinem Kopf haben. Ugh, das ist ekelhaft. Na
toll. Schon wieder. Und können wir schon wieder töten lassen. Schon wieder so eine frustrierende Stelle. Ja, aber wenigstens müssen wir nicht komplett von vorne anfangen oder so. Das wäre ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss gleich einfach nur ganz viel Distanz zurücklegen, damit das Ding komplett verschmort. Was das da oben ist, würde ich gerne mal wissen. Genau so. Er bringt das jetzt langsam mal weg. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Super. Ich glaube, ich mache gleich sowieso erstmal ein bisschen Pause, weil es ist schon ziemlich spät. Und ich wollte halt nur mal ein bisschen reingucken. Und da will die Stimme schon wieder nicht. Aber ich will nochmal wirklich mal gucken, ob das ein bisschen vielleicht mit Zeit zu tun hat, dass man ein bisschen länger da drin bleiben muss, damit das weggeht. Hopf. Also geht's natürlich nicht. Das ist ein Kapitelladen. Ah, es gibt unterschiedliche Kapitel. Oh, wir sind ja schon halb durch. Naja, würde ich mal sagen, belassen Sie es erstmal bei hier und beim nächsten Mal weiter. Also dann bis dahin.